Faszinierende ist, dass an ihnen Asthma gar nichts Besonderes ist. Nicht besonders schnell. Nicht besonders kräftig. Toni Kroos. Seine besondere Fähigkeit besteht darin, das Spiel anders zu sehen als die anderen. Ich verstehe jeden, der sagt, er hat sie nicht alle, aber wenn ich runterschaue, muss ich weiße Schuhe sehen, ansonsten fühle ich mich nicht wohl. Das sind Socken. Wir lieben es einfach, zu Hause in der Nähe von den Kindern zu sein. Wir leben wie so ein altes Ehepaar. Diese Ruhe, Gelassenheit. Ja, das hat er von seiner Großmutter. Von mir? Auch noch ganz wichtig, was Opa sagt, in der ersten Halbzeit nicht so viel laufen, damit du in der zweiten noch mehr Kraft hast. Das beherzige ich sehr oft. Wenn da ein Riesentalent ist, dann hat man auch den Ehrgeiz, die Kinder in den bezahlten Fußball zu bringen. Mit 16 war er dann weg. Ich habe viel gesessen am Tisch und habe geweint. Ça nous rend adulte très rapidement. Mir wurde eigentlich ganz oft gesagt, wie toll ich bin und wie richtig ich alles mache. Ich habe aber nicht gespielt. In einem Verein muss man manchmal harte Entscheidungen treffen. Und das war der harte, vielleicht die falsche. Du hast einen Spieler, der von Bayern München kommt und gerade Weltmeister geworden ist. Was Besseres kann dir nicht passieren. Es hat Spaß gemacht, der Sommer. Da ist keine Nervosität. For him, it seems everything to be in slow motion. That being said, come to Manchester United. I love my life. Große Spieler sind psychisch stark. Im Hirn wird viel mehr entschieden als mit den Füßen. Toni Kroos ist die Idealverkörperung, was das Ausland an Deutschland erkennt. Deutsches Handwerk, deutsche Ernsthaftigkeit, deutscher Sonnenbrand. Einer der größten Dirigenten, den der deutsche Fußball je hatte. Ich hätte null Problem, wenn Felix jetzt bei Real Madrid spielen würde, Weltmeister wäre und wir einfach die Rollen tauschen. Ich auch nicht.